aber auch wirkliche sachliche Freunde. Liebe Namen, liebe Lehrerinnen, wie schnell ist das Jahr vergangen? Wenn ich schon mit der Stimmung gar nicht so richtig. Sehr gerade klar. Eine Stimmung nach der andere. Kaum Weihnachten, kaum neues Jahr und jetzt schon fast. Man kommt fast aufeinander. Ich hatte erst überlegt, ob ich mit der Weihnachtswünsche komme, aber wollen wir es vergessen. Ich habe mir gedacht, ja, ich kann mich noch gar nicht erinnern, genau letztes Jahr, da waren wir in der Gliederhalle, sind nicht alle gleich, da warst du nicht gleich auf demselben Platz gekommen. Ja? Ich glaube, ich kann mich noch erinnern. Und ich bin ganz sicher, ein riesig städtisches Jahr vergangen. Das Kornhaus haben wir behandelt, die Stadthalle haben wir behandelt, fast hätten wir eine Stadthalle gekriegt, fast hätten wir ein Kornhaus gekriegt. Mit dem Johannes war irgendwas mit dem Fasten, da waren wir aufeinander gekommen. Und in der Altstadt war immer Platz, ich bin zwar sogar zweimal mit dem Aufzug gefahren, immer alleine schon kriege ich eigentlich noch immer. Ja, im Erlebnisbad war dieses Jahr eigentlich auch nicht viel los. Der Sommer war ja relativ kurz, der Frühling war kurz, alles war aber kurz. Vielleicht ist auch der Bademeister zu kurz gekommen. Damals, wo er gewendet worden ist als schönster Bademeister, da sind die Frauen geschäumt. Und nachher haben sie ihn da gesehen, im Kapitel, gell? An was das wohl liegt, vielleicht an der neue Vikar mit der Gena. Der Leckermann hat sich jedenfalls gefreut. Auch ich bin schon recht schnell, aber das macht nichts. Und auf dem Sportplatz, da war auch immer leer. Und das Vereinsheim stand auch leer. Jetzt sieht der VfR Enge wieder, aber jetzt bin ich heute am See. Und die umquält haben wir zwischendurch auch mal. Da ist auch fast niemand hingegangen. Und dann hätte die SPD sogar vergessen zu wählen. Und beim Johannes, da war auch nicht viel da. Ich weiß gar nicht, wo ihr wartet. Hätten wir keine Zeit genommen. Aber wenigstens wollen wir Johannes. Und das ist die Überzeugung. Und ich habe ihn begleitet. Ich habe so ein paar Schritte mit ihm zusammen gemacht und habe ihn dann beobachtet bei seinem Wahlkampf. Das ist ja ganz neu. Johannes, sag mal, ich kann mir nicht, fick doch im Affen so rum. Das heißt zwei Bier fürs Auto. Ach, zwei Bier fürs Auto. Alles klar. Und dann hätte man das Bild aber erklärt. Schöner Mann, gell? Nö. Nö, boah, jetzt auch. Ach doch, also. Ich bin zufrieden mit dem, kann man eben sagen. Ja, er hat einen tollen Wahlkampf, meint. Manchmal auch, er macht es schon, manchmal auch man weiter hätte Jubel. Der war überall. Ich hätte zwar immer dasselbe gesagt, aber es ist ein Durchfall. Ja, hauptsächlich Bilder, ja. Da hat er sich als Nikolaus verkleidet. Wahrscheinlich hat er da wieder wegen meiner katholischen Pfarrgemeinde Eindruck geschickt. Weiter. Dann hat er sich eine Hausmacht. Die Immendinger Soldaten waren da, vielleicht hat er da schon gedacht an den Kampf mit dem, ja, mit dem Renner. Und ich denke, so Soldaten im Hintergrund, kann nicht schaden. Jetzt kommt doch du wieder mal mitmachen, sonst kann ich nicht lesen. Du bist ja nicht gut, von Herrn, Dankeschön. Und dann sieht man nicht mehr. Kannst du mich nicht erinnern. So, alles klar. Gut, also, jetzt sagen wir mal, bei den Italienern haben sich da eingeschmeichelt. Jetzt Johannes da, was ist jetzt das? Ich weiß es, da gibt es ein Esperanto, gell? In Wirklichkeit aber so gemacht. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ich habe mich genau aufgepasst. Ja, gut. Und da war er beim griechischen Bergfeld in Mittelgrund und hätte meine Eiszeittage mitgemacht. Da hat er aber wieder wahrscheinlich ein bisschen Eindruck geschnitten, wie wild er ist. Dann haben wir weitergemacht. Dann hätte er sich in Anzenbeer geholt, auch unbedingt in die Höhe. Hätte er Beistand gekriegt, hat uns erklärt, wie es war. Dann hat er sich ein wenig angeschränkt, guckt er mal. Und dann hat er sich weiter angeschränkt. Und dann hat er doch aufgehört, weil er es durchgehängt.
es war zum Glück kein schlechtes Omen für den Wahlkampf. Ja, und im nächsten Bild, da war ein schlechter Wahlkampf gemacht. Erst hat er mal Wasser in Wein verwandelt. Das ist ganz der. Dann hat er seine Hände in Unschuld gewaschen und dann hat er probiert, auf dem Wasser zu laufen, wie ein schönes Vorbild. Und seht doch, das ist passiert, so hat er es gemacht und dann ist er umgegangen. Dann war er weg vom Fenster. Ja, da war er bei der traditionellen Füßewasche bei der Kolding-Familie. Da haben wir dann aufgenommen mit Füßungszehren, Vorderwäsche und Nachterwäsche ist die Inbild. Das war dann wieder einigermaßen sauber. Mach nicht so schnell. Das muss man schon, das Bild müssen wir genießen mit den Füßen. Gut, mit dem Lächeln hat mein Kollege Tolle Ossi ihn doch überrascht und hat ihn gefragt, wie der denn ist, er lacht immer. Ist doch aber gut, wenn der Mann optimistisch ist, oder? Wo es sowieso so schlecht war. Er strahlt Lächeln aus. Und aber ich habe ihn erwischt, wo er wirklich nicht lächelt hat. So hätte er ausgesehen. Jetzt habe ich mir gedacht, Johannes, da stimmt was nicht mit dir. Dann habe ich gesagt, guck bitte mal, jetzt lächelt er wieder. Habe ich mir überlegt, warum lächelt der Mann jetzt? Ihr werdet sehen, gut. Keine Frage. Jetzt hat er zwei Bier für sich. Jetzt kann er wieder lächeln. Auf jeden Fall hat er noch der Wahl strahlt wie ein frisch geputzter Putzerhalm. Guckt. Alle Grundworte dazu kennen. Oder? Sehen wir uns bitte? Aber jetzt stellt euch mal vor, guckt mal, was sich seine Frau dabei gedacht hat. Das wird ihr Geheimnis bleiben. Na?